Hallo, 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 liebe Freunde. Und willkommen zurück zu Thimbleweed Park. Tja, life's better when you're deader. Wir suchen noch immer nach einer lustigen Schallplatte mit entspannender Theremin-Musik. Hier war sie schon mal nicht. Ich habe jetzt schon alles probiert. Ich glaube fast, wir müssten auf unseren Nicht-Lieblingscharakter Ransom zurückgreifen. I'm not going in there. They did a whole half-hour hatchet job call-in special on my last performance. Wer nicht? Also, wer hätte sich nicht darüber ausgekotzt? Du bist einfach toll. Okay, gehen wir mal zum alten Zirkus. Und schauen im Wohnwagen nach. Ich glaube fast, wir müssen irgendwie... wie heißt das? Den Lookalike-Contest gewinnen. Gab's da nicht irgendwie Entspannungsmucke? Oder irgendwie... irgendwas Schreckliches zu gewinnen? That's as far to the left I can move it. They'll have to push it to move it to the right. Okay. Benutze das Trampolin. You! I'm not gonna jump on that without a spotter. Safety first. Okay. Oder wer ist näher dran? Bist du näher dran, Antonio? Auch nicht wirklich du. We interrupt our host. Ach, du kannst ja nicht weg. Du bist am nächsten dran, dann gehst du. Bam bam badam bam 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 bam. Geh dem Arschloch helfen. Hey, Spotter, you're too far away. You want me to break my neck? Be careful. Okay then. Ich will's. Here I go. Got it. Juche, juche, juche. Got the page stuck back into the joke book. It's my joke book in perfect condition. If you don't mind hamster crap. Besser als eine Witze. My joke book in perfect condition. If you don't mind. So. Dann gehen wir doch mal zum Ransom Lookalike Contest. Wahrscheinlich eine Anspielung darauf, dass, wie heißt der, Charlie Chaplin mal den Charlie Chaplin Ähnlichkeitswettbewerb verlor. Und nur, ich glaube, dritter Platz wurde. Ransom der Clown Comic. Hier, willst du Schrott? Look at my first edition comic book of me. It's got to be worth a fortune. Wow, a first edition Ransom the Clown comic? After his total meltdown, that's become a collector's item. You almost look like him. Except your costume is pretty crappy. I'll trade you the priceless Colossal Dungeon Cave Quest 2 hint guide for it. What a ripoff. Schau an, Tippsbuch. Colossal Dungeon Cave Quest 2. Ist das mehrfach prämierte innovative Text-Adventure in einer kolossalen Dungeon-Höhle. Was soll das? Kann ja kein Schwein lesen. Text-Adventure-Legende Ron Gilbert wird zutiefst als Text-Adventures... Ach, da brauchen wir ihre... Wo ist denn die rosa-rote Brille, die du hattest? Das ist doch so ein Dings. Schade, jetzt ist es weg. Okay, dann eben nicht. Auf zum Ähnlichkeitswettbewerb. He's Cory! And he's Cory! And not to be a rude ransom, but we're trying to get into character for the lookalike contest. Yeah, so get out of here!
good one, Corey. For a moment, I thought you were Ransom the Clown. Amateurs. Wow! No need to start swearing. And get a better costume. It's like you're not even trying. Ooh, burn. It's my joke book in perfect condition. If you don't mind, ready to face my adoring public and win this contest already. Okay, mal sehen, wie das jetzt schief geht. Thank you all for coming to witness the Ransom Lookalike Contest. Ich mag den Drachentyp. We've got a great crowd here tonight. What is he, blind? Stinks in here. Yes, well, it looks like we've got some great entries and some not so great entries. But I'll be the judge of that. That's right, I'll be judging the contestants as they try to make us laugh. First up, we have Corey. I'm Ransom, the jerk clown. It's Ransom, the insult clown, you moron. That's not a nice thing to say. I don't like hats. Is that the only fact you know about me? Who are you? Why do I bother? Ich habe große Haare. I have big hair. He does. Oh my. That's funny. Am I missing something here? You're all a bunch of inbred freaks. Don't try to deny it, because I've seen the sheriff, the coroner, and the hotel manager. The sheriff, coroner, and hotel manager are all distinct people and awesome in their own right. You should be thanking them for keeping the town running. Die haben Probleme. What's the deal with all these Tron machines? The Tron machines have saved our town countless times. There's no reason not to rely on them. Ja, Maschinen. Alle macht die Maschinen. You read the rag, the nickel news? I'd use it as toilet paper. But I'm not sure it can fit any more on its pages. Why don't you just go flush yourself down the toilet instead? Bunch of ingrates. Sounds like someone has to update their jokes. Now we have our final contestant, Corey. What a lovely crowd we have tonight! I can't wait to meet all you wonderful special snowflakes! This is so unbelievable! I hold you all ransom with my jokes! Ranzige Witze. Ransom, Ransom, so smart! You're all silly billies, but you're still lovable! Oh, kill me now! This won't take long to decide the winner. In first place is, obviously, Corey! Yay! Thank you! Corey wins a licensing deal with Mega Mega Toy Company. I'm going to make a cute fuzzy dog! But you could just walk into any toy store and buy that already! Second place is Corey! Of course it well is. Totally rigged. How can anyone compete with Corey? It's a pleasure to come second to his first. You've won a gift card for facial reconstruction surgery. How exciting! Just like my hero, Michael Jackson. Which leaves third and last place to... Ja, meine Nase zu verschenken. What was your name, anyway? It's Ransom, you idiot. Oh, your name is Ransom, too? That's an odd coincidence. Pity your act wasn't very convincing. So third place goes to the poorly named Ransom. You win an easy listening theremin record by Saikin. Hey, congratulations to those who put some effort theremin in. Musik.
genau das, was wir brauchen für unseren Penner-Freund. Wie hieß er nochmal? Der angeblich der Mörder sein soll, aber wir glauben nicht dran. Nimm ihn einfach Penner. Shut up in there! Enterprise versus Star Destroyer? The Enterprise has teleporters. Debate over. Now shut up. Penner. Wir haben Musik für dich. It's a crappy recording of theremin music. Big whoop. Okay. Jetzt müssen wir ihn noch irgendwie ins Radio bringen. Ach, er geht da ja nicht rein. Dann brauchen wir unsere tolle kleine Dolores. Ach, Dolores. Du kleiner rothaariger Lieblingscharakter, du. Radiosender. Geh zu Radiosender. Ach nee, wir müssen ja irgendwie. Ich glaube, wir müssen irgendwie rauslocken, indem wir den Funkturm. Genau, und er war derjenige, der keine Höhenangst hatte. So war das. Oh, let's get the clown to climb the ladder. Genau. The circus freak will climb the ladder. Genau. For making me do this. All this climbing just to solve a puzzle. Genau. Stupid ladder. Stupid fucking All this ransom. Climbing just to solve a puzzle. Nutze Hebel. Serves him right for that radio show. Now I better get out of here fast. Oh no, we're off the air again. Carry this for me. Geh zum Studio. Lauf schneller, Dolores. Lauf schneller. Geh da rein. Öffne Tür. Öffne Tür. Nutze Theremin-Schallplatte auf Plattenteller. Nutze Regler. Phew, what a climb. Öffne Stadthallentür. Öffne Tür. Gib Taschenuhr an Willy. I'm innocent. Can you fix this watch? If you fix the watch, I promise I'll prove your innocence. Here's my watch for you to fix. Hey, you have that great theremin music playing. Okay, hand it over. Okay, your watch is fixed. Here you go. Dankeschön. Die Musik ist irgendwie unangenehm. What is that awful noise? The feds must be trying to brainwash me. What are you doing in my control booth? Oh, hi, Cassie. We used to go to school together, right? I used to hang out in the computer lab and... Oh, looks like you're busy. Bye. How'd this get here? Okay, all back to normal again. Bam, bam, badam, bam. Ja, die Musik ist auch viel weniger nervig und gruselig. Achso, er hat noch eine Stadtkarte. Die kommt ja so nutzen. Moment, Fabrik. Schauen wir mal, ob wir jetzt mit der Uhr irgendwas reißen können. Da war doch irgendwo
Nee, das Notizbuch bei uns. Hatte Dolores irgendwie? Handbuch, genau. Schau ein Handbuch. Okay. Nee, da steht nichts drauf, wie das eingestellt werden muss. Okay, Nutzer, Taschenuhr in Stempeluhr. Okay. Okay, da stellt das um. Aber wie müssen wir es einstellen? Das ist die Frage. I need to find the correct time to set it to. It's locked and there's no handle. Schau an. 5:05. It's a map of the abandoned factory. Das ist ein Bild von uns. I was cute as a kid. I miss Dad. There's his watch in the photo. Da gab's doch irgendwo. War da nicht ein Brief oder sowas? Bankprospekt. Tagebuch. Telefonieren Sie mit 6175. Okay. Nutze Telefon 6175. Thank you for calling the Pillowtronics Automated Security Information okay. Line. For today, proper start time for station 1 is 5:15. Okay, 5:15. Wo ist Station 1? Das 3. Das ist 2. Okay, wo ist Station 1? Station 1 muss auf 5:15. Da ist Station 1. Okay, das passt schon mal. Dann sollte die Tür da aufgehen, mit dem Knopf drücken. Nutze roter Knopf. Nothing happens. Schau an, Dortron. It's a Dortron 3000, but it's missing its tube. Ah, dann brauchen wir wieder Dolores, schätze ich mal. Weil sie sich mit Röhren auskennt. Sie müsste wissen, welche Röhre fehlt. Okay. Ab in die Fabrik mit dir. Staubkorn! Nimm Staubkorn! Staube die Staubkorn! Schau an, Dortron. It's a Dortron 3000, but it's missing its tube. Schau an, Röhrensockel. It's a tube socket for Uncle Chuck's secret PF001 Tron tube. Wait, I've seen a picture of one of these somewhere. Okay, also müssen wir jetzt zurück zur Villa, denke ich mal. Wäre immerhin das Logischste. Wenn es Chucks geheime Röhre... Was? Elektrischer Truck, Verschlussbolzen. Nutze Verschlussbolzen? Nee, nutze Regler. It looks like the battery is dead. Verschlussbolzen, elektrischer Truck. Das erinnert mich gerade ein bisschen an, Fate of Atlantis. Drücke Verschlussbolzen. I can't move it with my hands. It's rusted in place. Okay, okay. Dann gehen wir mal. Moment. Es geht auch einfacher.
Mansion, Mansion. Sollte ja dann in Chucks Arbeitszimmer liegen. Böse Muschi. Where am I? Oh, falsche Tür. Öffne Tür. Oszilloskop. Gemälde. Checkregister. Roboter. Ah, das ist die Vakuumröhre, die wir brauchen. Nutze. Schau an. It's a TX-1138 tube, all fresh and shiny. Ich glaube, das ist die falsche. Welche brauchten wir nochmal? Boah, ich weiß es gerade nicht mehr. Egal, probieren wir es mit der. War es nicht PF irgendwas? Wir gehen nochmal in die Röhrenhalle, in den Röhrenshop und fragen, ob die die richtige Röhre hat. Nutze Landkarte des Bezirks. Der B Street war das, glaube ich. Ich bin mir aber gerade gar nicht so sicher. Aber ich glaube, hier ist das Röhren-Emporium. Nee, völlig ungerührt heißt es ja, genau. Rede mit Ricky D. Bleib stehen, Ricky D. Wir müssen mit dir reden. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Welcome to Ricky's Tube Town. How can I help you? Do you have a PF-001 tube in stock? Oh, the PF-001 is a top secret tube that only Chuck knew about. But I have never seen one in person. I don't have any in stock. But I think there was only one or two produced. But if I had the design for one, I could probably make it for you. Hmm. Is the tube schematic on this t-shirt for a PF-001? Yes, it is. I might be able to build one using that schematic. Okay, here's my t-shirt. Interesting. Chuck's design is brilliant. Yes, I can make this tube. Won't be a jiffy. Okay, wir hatten ein t-shirt damit. Wusste ich gar nicht. Komplett vergessen. Here's the PF-001 tube, exactly how Chuck designed it. Thank you. Stellt man die Dinger nicht eigentlich unter Vakuumatmosphäre her? Ich weiß es gerade nicht, aber ich glaube, so eine Röhre lässt sich schwer irgendwie im Hinterzimmer basteln. Aber frag mich nicht. Ich bin kein Elektriker. Ich bin nur der Retro-Floppy. Okay, jetzt geht's endlich in die Fabrik. Jetzt können wir das große Tor öffnen und endlich hineintreten und sehen, was da drin für Geheimnisse verborgen liegen oder eben nicht verborgen liegen. Weiß ich ja nicht. It fits perfectly. Nutze rote Nothing Knopf. Happens. Schau an, Dortron. It's a Dortron 3000 and it seems to be functioning. Okay. Muss ja nochmal anrufen. Nutze. Wie war nochmal die Nummer? 67 irgendwas. Schau an. 6175. Thank you for calling the Pillowtronics Automated Security Information Line. For today, proper start time for station 1 is 5:15. Haben wir doch eingestellt.
Ist richtig. 5.15 Uhr. Nothing happens. Oh. Jetzt bin ich irritiert. Schau an, Lampen. They're lights. Irgendeine der Türen müsste jetzt eigentlich aufgehen, oder? Schau mal. It's locked and there's no handle. Hm. Nee. Geht auch nicht auf. Hier war noch eine Tür. Und radioaktiver Müll. Ja, da waren wir schon drin. Also die drei müssen wir nicht aufmachen. Die drei ist schon offen. Die können wir ignorieren. Ah. Okay. Ich glaube, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Also dann. Bis bald.